5:05. Endlich! Wie viele Jahre musste ich darauf warten? Katharina Witt ist zu Gast. Guten Morgen. Ja, viele Jahre. Ne? Du musstest selber auch warten. Immer vor deinem Fernseher. Du hast schon ab und zu mal reingeschaut, sagen wir mal so. Oder? Ja, nee, ich wach schon sehr gern mit euch auf. Es war heute ein bisschen ungewöhnlich, dass überhaupt kein Frühstücksfernsehen kam, als der Wecker klingelte. Weil du wann aufgestanden bist? Es war zu früh. 4 Uhr? Kurz vor fünf. Ja. Und war lustig, weil letzte Woche habt ihr mich ja schon angekündigt. Ich habe gesagt, wir freuen euch. Und ich saß dann echt auf der Couch mit meinem Kaffee. Und ja, ich auch. Oh, der Kuss kam zurück. Ja. Wir wollen heute, wir haben viel vor mit dir. Ja? Ja. Mhm. Okay. Und sprechen auch unter anderem und natürlich hauptsächlich Lotte. Über deinen Film Der Hallo. Feind in meinem Leben. Ja. Lotte. Das ist doch ein Katharina, Freund. Katharina, Lotte. Ne? Ja, Lotte. Okay, gut. Und du bist ja in einer großen Hauptrolle zu sehen. Mhm. Wir gucken mal rein. Ja. Lotte. Also das ist natürlich ein unglaublich spannender Film, der uns da erwartet. Allerdings natürlich auch mit einer Geschichte für dich. Mhm. Allerdings die Geschichte, die wir sehen, ist fiktiv. Das ist eine erfundene Geschichte. Natürlich gibt es eine Stalking-Vergangenheit von vor über 20 Jahren, aber die Geschichte haben wir nicht umgesetzt, sondern das ist jetzt hier eine Mischung aus, ich spiele Katharina Witt, weil es geht um eine Eisläuferin. Also es wäre jetzt Quatsch gewesen, mich Kerstin zu nennen, weil die Leute kennen mich seit fast 30 Jahren, oh Gott, als Eiskunstläuferin. Also sehen Sie damit. Ist es dann reine Arbeit und du kannst es total trennen oder kommen da auch nochmal so Geschichten von früher in dir hoch? Also die Vergangenheit ist wirklich da komplett abgeschlossen für mich. Und ich habe da eigentlich auch überhaupt nicht dran gedacht, weil die Geschichte einfach eine erfundene Geschichte ist. Mhm. Aber natürlich gibt es so ein, zwei Szenen, wo ich ja auch an die Vergangenheit denke. Und da habe ich natürlich auch an die Situation gedacht, wie das damals war. Und da konnte ich das natürlich fürs Spielen mit einbauen. Ansonsten war das ein Job, war das irgendwie ein ganz tolles Projekt. Wir haben unheimlich viel Freude gehabt. Es war ein wunderbares Team, tolles Ensemble mit Matthias Köberlin, der wirklich sensationell den Breiler spielt. Gelernt hat, ne? Genau, er war blauen Flecken zugezogen. Aber hat da auch fleißig ein bisschen geübt, damit jetzt das nicht ganz so holprig ist. War trotzdem natürlich holprig, weil es muss ja aussehen, als wäre er zum ersten Mal auf dem Eis steht. Und, aber gerade schauspielerisch war er einfach ist einfach wirklich ein großartiger Schauspieler. Und wir haben noch einen Ausschnitt, den gucken wir uns an. Jetzt kann man denn überall lesen, ne? Katharina Witt oder Kati Witt steht ja eigentlich steht nur noch Kati Witt überall, ne? Naja, weil es ist einfach kürzer, ne? Und dann bei der berühmten Zeitung über den Knick ist einfach Kati kürzer als Katharina, stimmt, da ist ja sonst die ganze große Seite TV-Hauptrolle. Weg. TV-Hauptrolle. Wie spielt man sich selbst eigentlich? Hast du dich dann eher noch mal ein bisschen so... Man kann sie auch anders spielen, als man eigentlich selber ist, möglicherweise, ne? Ja, aber aufgrund dessen natürlich, dass ich in der Rolle ja auch eine Eisläuferin verkörper, die eine große Show vorbereitet, habe ich natürlich all das mit eingebracht, wie ich das genauso sehen würde, indem man natürlich dann auch alles beiseite drängt, was einen bedrängt und versucht, sich auf das zu konzentrieren, weil am Ende, wir stehen vor den Zuschauern, die Zuschauer wissen nicht, was hinter der Bühne passiert. Sie wollen einfach eine tolle Show sehen, wo alles perfekt ist, also versuchst du natürlich auch das zu liefern. Aber wie macht so ein Regisseur das? Die sagen ja, die reden ja immer so Schauspieler über die Figur dann, ne? Ja, die ist so und so und die hat bestimmt auch Probleme. Ja. Aber, oder die ist so super flippig. Na, die Probleme hat ja jeder Polizist auf jeden Fall. Konntest du einfach machen, was du willst, Dana? Oder hat der Regisseur gesagt, nee, die Katharina Witt, die ist ja eigentlich ganz anders? Naja, ich bin natürlich in dem Film viel ernster und konzentrierter. Also ich bin jetzt nicht die Lustige, die du oft im Fernsehen siehst und lacht oder die man so kennt und fröhlich ist. Das ist schon natürlich ein ernstes Thema und dementsprechend ist es auch viel, viel nachdenklicher. Aber ich habe ja vorher auch Schauspielunterricht genommen. Ich habe zwar auch noch Eistraining fleißig monatelang trainiert, aber auch Schauspielunterricht. Aber da ging es auch vor allen Dingen darum, weil der Film ja gar nicht in der Reihenfolge gedreht wird, wie du ihn dann siehst, sondern einfach immer springt. Und damit du dann einfach auch weißt, wo bist du gerade in der Szene, auch vom Gefühl her. Und ansonsten hat mir der Regisseur tatsächlich so die Freiheit gelassen, das so von einem Instinkt anzugehen und hat sich das anbieten lassen und fand das eigentlich alles genauso richtig, auch dass es eher zurückhaltend ist, weil das ja auch viele jetzt so sagen. Aber ich glaube, da ist halt viel von mir drin, die auch tatsächlich, wenn mir was passiert, dass ich eher Dinge zur Seite drücke und dann eher ruhiger werde und mich auf das zu konzentrieren, was in dem Moment halt Priorität hat. Und das ist die Vorbereitung dieser Show, weil am Ende sollen ja 10.000 Menschen in der Halle sitzen und eine tolle Show geboten bekommen. Der Feind in meinem Leben, heute, heute Abend, in Sat.1. 20:15 Uhr, ja. Bitte, nicht verpassen, liebe Zuschauer. Wir müssen gleich noch viele Dinge zusammenklären. Ja, was denn? Ja, das sage ich ja jetzt noch nicht. Bleiben Sie dran. Sehr spannend. Hat sich ja gelohnt, heute früh aufzustehen. Total. Liebe Zuschauer, mal abgesehen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, was gehört für Sie zu einem perfekten Frühstück dazu? Wahrscheinlich frisch gepresster O-Saft, gekochte Eier und natürlich knackige Brötchen. Unser Profikoch Sebastian Hahn. Ja, jetzt geht es nicht um Müsli, sondern es geht um Hefegebäck. Geil. Boah, klar hier.